Hi, ihr Rage Quitter. Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. So, wir haben letztes Mal dieses Ding hier geschlossen, dieses Loch. Und leider ist jetzt auch nicht mehr hier. Jo, aber nur die Kiste. Okay, gehen wir weiter den letzten Schlot schließen hier für diese komischen Holzfällemaschinen. An denen Mimir ja schuld sein soll. Was ist hinter der Tür? Ein Gefangener. Sozusagen. Ich frag mich, wie ich hier oben das Ding da runterkriege. Jetzt erstmal halt nicht, ne? So, bei Sindri waren wir ja schon, oder? Warte mal, gucken wir mal kurz meine Klamotten. Genau, ich habe mir die Zwergenrüstung schon gemacht. Guck mal, die sieht so geil aus. Alter. Die haben so eine tolle Optik, die Sachen. Ja, hier geht's zur Maschine. Und was ist hier hinten noch? Hier war das Boot, ne? Aber ich bin ja von hier vorne gekommen. Ich bin einfach mal überall Boote hier. Warum nicht, ne? So. Mal gucken. Aha. Hier hinten ist auch nochmal... Hä? Alberich-Insel. Die geheime Insel nochmal. Oder auch hier unten. Warte mal, ich bin jetzt hier. Achso, da geht es wieder nach vorne raus. Ja, ja, okay. Gut, aber ich gehe nach hinten, weil ich will noch da diese geheime Insel erkunden. Da war einer unten sowas. Alles mitmachen, bevor ich jetzt erstmal weitermache. So ist meine Devise. Du sprichst mit Scham über deine Taten. Bereust du, dass du Odin nicht erlaubt hast, sie zu töten? Das, Ich glaube, Kratos schämt sich für gar nichts. Viel zu entdecken. Schön, eine Weile aus Midgard raus zu sein. Hm? Ah, schön, so die ganzen Zwergenleichen irgendwie. Von oben geht's! Ach, shit. Oh, Gabe der Stärke. Ach, die Viecher wieder, ne? Achtung, rechte Seite! Oh nein, da sitzt sie. Ach, das war's. Jetzt haben sie einfach keinen Bock mehr, ja? Wie einfach man hier den Kampf glitschen kann. Mehr oder weniger einfach. Vorsicht!
Was ist jetzt? Hab ich hier gar nicht, ne? Nee. Kann ich das da reinwerfen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Machen wir es bei den Ofen aus, dann ist Schluss. Ich finde es immer noch beachtlich, wie er einfach so Metall aufschneidet, als wäre es heiße Butter. Oder ein heißes Messer mit Butter, so. Es ist getan. Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben, aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh? Und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Die Zwerge würden das sicher ganz anders sehen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein, aber es ist ein Anfang. Zur Erinnerung, die Svartalfheim-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Ja. So, eine haben wir angemacht. Kann man nicht irgendwo skillen, dass die mehr Heilung geben, die Steine? Weil aktuell ist ein bisschen wenig. Oh, neues Märchen. Oder Wissensrolle. Die Leiter erklimmen. Heute war ein guter Tag, mein Schatz. Der Asenaufseher hat mein Produktionsergebnis gelobt. Fast doppelt so hoch wie das des zweitproduktivsten Zwergs. Ich habe ihn gefragt, ob er meinen Namen bei der großen Familie in Asgard erwähnen könnte. Vielleicht brauchen sie ja mal einen persönlichen Schmied für die Krieger von Valhall. Er meinte, er würde es tun. Das Leben ist eine Leiter und jeden Tag klettere ich eine Sprosse hinauf. Wenn ich mich unauffällig verhalte und beim Aufseher einschmeiche, bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit ein behaglicheres, leichteres Leben in den Hallen von Asgard führen werden. Naja. Wenn ihr wisst, was für eine Saubande das ist. Soll ich das jetzt? Ah, so vielleicht. Sehr gut. Vater, was war das Größte, das du je bekämpft hast? Deine Mutter. Ein Izun-Apfel. Genau, jetzt brauchen wir zwei, siehst du? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr? Warum fragst du? Weiß nicht. Mit wie vergleichen können? Das hier ist kein Wettstreit. Naja, noch nicht. Was war das Größte? Ich glaube, der Titan kommt da ganz nah aus dem zweiten God of War oder wo das war. Der aus Metall, der blaue Flammen in sich hatte da. Das war ein Riesenvieh, aber ich weiß nicht. Also es gab so... Die Hydra, ey, es gab so vieles, was Kratos einfach mal zerlegt hat. Das ist nicht normal. Ach, hier war die Karte, warte mal. Ey, dass man euch näher ranzoomen kann, das ist die nächste Zoomstufe hier. Auf jeden Fall Artefakte, Nornenthron, legendäre Thron und so weiter, ja. Fehlt noch ein bisschen was. Eine Pause vor dem Besuch bei Durlin? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Ich will noch mal kurz hier gucken.
Kannst du halt immer nicht öffnen, ne? Ah, komm, egal. Egal. Dann machen wir das ein andermal. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zu Sigrun, wollte ich sagen. Zu Sindid. Und guck mal, was das mit dieser Schlacke auf sich hat, weil er sagte, ja, Mimir, ich kann die Schlacke da einsetzen. Was immer du brauchst. So. Artefakte. Verglaste Dinge. Nichts für dich dabei. Okay. Nee, komm, wir gehen erstmal hier lang. Wie gesagt, auf die Insel noch und auf diese. Nicht wegen der stillgelegten Maschinen. Und ich will noch mal gucken bei dem Geysir, was hier ist. Oder hat was geplatscht? Oh, das Wasser ist so sauber. Alter Schwede. So, jetzt kommen wir mal. Der Schlüssel zu dieser Wachturmtür sollte irgendwo auf dieser Insel liegen. Das Gewicht der Ketten. Das schöne Gold. Das sieht eher aus wie so Katzengold. Links von dir! Viele Scheusale. Kommen die alle her? Erwischt! Da! Die kommen aus diesem Nest! Ah, das war's wohl. Ich wollte mal hier unten gucken jetzt erst. Lass mich doch mal. Die Kiste. Irgendwo wieder so ein Rabe. Ein Aasgeier von Odin. Oh, guck mal, diese Lensflare. Oh, wie schön. Kann ich das aufstemmen eigentlich hier? Oder? Nee, ne? Wahrscheinlich nur zur Kiste, oder? Ah. Der Boden schwach. Aha. Ihr habt doch so eine ekelhafte Brutmutti, kommt nicht wieder angekackt und. Da sind mir diese kleinen Bauten lieber. Auch wenn es irgendwie total keinen Sinn macht, weil die Brutmutter die ausfurzt. Warum? Krieg ich da nicht? Achso. Ja, warum kommen die auch aus diesen Nestern? Dieses Zahnrad, das würde einfrieren. Vielleicht kommen wir mit dem Aufzug höher. Von da oben wäre der Boden leichter zu durchbrechen. Runter hier? Nee, es gibt noch hier auch den Aufzug. Kommst du? Okay, dann halt nicht. Willst du von da oben den Boden durchbrechen? Hm. Ja, aber ich will noch die Kiste. Ah, egal. Oh, bist du denn Schönes? Ach, die Mutter wieder. Hinter dir, pass auf! Hinter dir, pass auf! Hinter dir! Hinter
hinter dir! Pass auf! Hinter dir! Zack! Hinter dir! Es könnt ihr noch so oft schreien, es ist eh die ganze Zeit was neben, hinter oder vor mir. Alter Schwede. Das ist so schön, wie er sie absticht. Zack, 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 zack. Ich muss mit der Axt. Das ist der richtige Schlüssel. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir zum Wachturm an der Küste gehen. Mit der Axt so zu hauen ist schon geil, aber ich finde es halt viel cooler, wenn er mit dem Dolch dann noch so. Was verheimlichst du? Du musst mir einfach vertrauen. Aha. Du weißt schon, das Kratos und Vertrauen ist es so ein bisschen schwierig. Es ist kompliziert. Hä? Oh, das ist ja auch nochmal ein Symbol. Kann ich da landen mit dem Boot? Warte mal. Mimir, was hat es mit Odins Raben auf sich? Können sie ihn überall hinbringen? Bis auf die Zwischenwelt. Zum Glück. Warum? Ist nicht so leicht zu finden. Dank zwergischer Verzauberungen und Yggdrasils Natur. Hm. Ja, für uns. Hä? Komm, ich komme hier gar nicht hin. Oh, warte mal, das ist eine kleine Höhle. Ah. Ich glaube aber, so wie es aussieht, ich komme noch gar nicht ran, weil ich muss irgendwie den Wasserspiegel wieder senken. Ah, ist etwa die... Ja, hier ist es, da geht's durch. Es wird doch die Schlange wieder im Spiel. Die Midgard-Schlange. Oder Jörmunganda. Hier ist der Wachturm übrigens. Ich wollte die Karte, danke. Ach so, hier geht's wieder durch. Ja, 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 okay. Hier war die geheime Insel, ne? Alberichhöhle und... Geh ich da gleich hin. So. Hört ihr das? Nein. War deine Stimme? Gehen wir weiter, Junge. Ach, hörst du wieder Stimmen, Matriot? Steck einfach den Schlüssel in das Schloss. Ich weiß, wie ein Schlüssel funktioniert. Danke. Voll das fancy Teil hier. So, könntest du die Trommel einmal schön laut schlagen? So, wunderbar. Ich glaube, jetzt ist schon das eingetreten, was ich sagte. Was? Da kam also die Stimme her? Ich wow. Hatte gehofft, dass er inzwischen entkommen wäre, aber wir müssen ihn von seinen Fesseln befreien. Was? Okay, das ist halt eine Kreatur. Also gefällt mir das schon besser, der Abstieg. Habe ich irgendwas liegen lassen? Ist das etwas Wartalfheim-Schlacke? Gib die her! Oh, ich habe was liegen lassen, Tatsache. Oh, wow. Sieht nützlich aus. Gut, 15. Sag mal, der arme Sindri, der muss den Deckel wieder aufheben, ne, wenn wir das jetzt... Ja gut, verkaufen. Verklassene Dinge. Hacksilber. Ja, nee. Gibt's da nicht mehr? Ich reinige mein Werkzeug. Ja, ich habe leider nichts, ne?
Weil ich immer noch keine Chaosflamme gefunden habe. Falls du dich umentscheidest. Jo. Weiß Bescheid. Alter, was ist das für ein Vieh? Das sieht aus wie eine riesige Schildkröte. Aber warte, ich geh jetzt erstmal in den. Was ist das? Ein Lingbackel. Ich habe ihn gefangen. Vor vielen Jahren. Für Odin. Ja. Ich dachte, es wäre eine fantasievolle und imposante Art, seine Gunst zu erlangen. Wirkte es? Allerdings. Ich finde das ehrlich gesagt mit der Kompassmarkierung ein bisschen doof. Hallo, ich drück doch hier links. Hier waren wir schon bei der Höhle, ne? Ja. Hier soll das Geheimnis gewesen sein. Ach du Scheiße. Ein Lingbacker. Ich frag mich ja, wie er das gemacht hat, Mimir. Der war doch. Der war halt schon. Ja, er war ein Mensch, ne? Also aus wie ein Mensch zumindest. Weil wir ihm den Kopf abgehackt haben. Ja, das mache ich auch jeden Morgen. Erstmal so eine Kette hochklettern, ne? Nur mit den Armen. Wie gesagt, sehr einfach. Da überhaupt nicht in die Arme. Oh. Ah, hier schönes. Glücksrad. Ja, damit können wir noch nichts anfangen. Oh. Toll. Toll, jetzt bin ich extra herge. Oh. Na gut. Wir gucken uns mal den Lingbacker an. Ich habe jetzt Zeit, ne? Hauptquest? Wer macht schon Hauptquests? Also bitte. Keiner macht Hauptquests. Hier. So, da hinten ist nichts mehr, auch wenn es da danach aussieht. Es ist aber auch. Wenn es hier Viecher gibt, dann sind die auch immer so, ne? Es ist immer eine Stadt. Und nicht nur irgendwie so eine Kreatur. Wisst ihr noch, die Schildkröte von Freya, ne? Oder Jörmungandr. Oder hier das Lingbacker. Ja. Lingbacker befreien. Ich glaube, Mimir bereut so einiges. Du hast sie versklavt. Ja. Aber warum? Weil ich dumm und jung war. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlte, jahrelang an einem Ort gefesselt zu sein, wo man an nichts anderes denken kann, als an den Schmerz. Also 500 war er vielleicht, ne? Au. Ja, Platz! Links von dir! Hinter dir, Vater! Ja, so langsam läuft das mit dem Kampf, ne? Ich finde das so geil, wie er sich einfach alles zerreißt. Ah! Richtig dreckig. Was ist jetzt los? Ja! Für Leute zerstören. Okay, so. Wo ist denn hier? Ja, hier geht's gar nicht weiter, hä? Huh? Lingbacker, piep einmal. Wo geht's denn weiter? Okay. Ich muss die Dinger loskriegen, oder wie? Erstmal die. Erstmal die Markierung hier weg. So. Atreus. Ach hier. Hätte ich auch gleich noch gesehen. Danke, Atreus. Alter, erstmal den kleinen Zahnstocher hier rausziehen. Oh ne. Wow. Ja, die Flossen haben wir auch angekettet. Würdest du. Armer Kerl.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Kreatur leidet. Aber wir befreien sie. Ist das was wie ein Wal, ne? Ketten sein. Das wissen wir beide zu gut. Jetzt die andere Flosse. Vielleicht erreichen wir sie hinter den zusammengestürzten Trümmern. Ich sehe die ganze Zeit einen Raben rumflattern, aber es ist nur ein Vogel da, der Kleine. Ich hab schon Raben-Hallus. Ich freue mich schon so auf die nächsten Dingens hier. Achtung! Über dir! Sauber! Weg, Viecher. Du bist wütend auf mich, nicht wahr? Er ist auf alles wütend. Wie sich ein Joch um meinen Hals anfühlt. So etwas wünsche ich niemandem. Alter, wieso einfach Kratos Wesenszug nicht kapieren? Er ist auf alles wütend. Die ganze Zeit. Er ist quasi der fleischgewordene Son Goku. Nur schlimmer, weil er halt wirklich immer wütend ist und er kann das nicht kontrollieren anscheinend. Aber so mögen wir ihn ja, ne? Irgendwie. Der böse Kratos. Irgendwas Aufschlussreiches? Okay. Abbau von Ressourcen. Erstens, beim Ausführen des ersten Schlags unbedingt eine Axt verwenden, keine Spitzhacke. Eine Hacke geht zu tief, das führt zu einem Blutbad. Wenn jemand ein Blutbad anrichtet, muss es jemand wegwischen. Zweitens, vor der Dämmerung ist die beste Zeit zum Ernten. Trunkenheit und Desorientiertheit sind vor Sonnenaufgang immer noch stark, sodass die Wahrscheinlichkeit von Unfällen viel geringer ist. Drittens, immer Ohrstöpsel tragen. Geht's hierbei um das arme Vieh? Bewegt sich auch die ganze Zeit. Boah, mir wird ein bisschen seekrank hier. Diese Kackdreckviecher. Die können halt auch nicht mal wirklich viel. Das Fett war eine gute Ölquelle. Wow. Für Odins Laternen. Öl. What? Für Laternen. Egal wie wütend du bist und wie sehr du mich hasst. Du hast dich mehr. Nichts im Vergleich zu dem, was ich für mich selbst fühle. Ja, armer Mimir. Mir tut das viel ein bisschen leid hier. Die Flosse. Könntest du. Ich weiß. Jetzt fehlt nur noch der Schwanz. Ich. Achtung! Scheusalnest! Ich spare mir, glaube ich, die Vorlage. Rechte Seite! Im Nest war sein Gerät versteckt. Was denn? Feuerbomben. Okay. Ah, sehr schön. Oh, Leder. Warte mal, aber die Kiste, also das, was ich in der Kiste finde, dazu zählt halt wirklich nur das. Aber mir geht's nicht weiter, ne? Obwohl da was weggebrochen ist.
Was ich von den Gegnern habe liegen lassen, nicht was hier in den Kisten liegt wahrscheinlich. Die Tür jetzt offen? Ne, die geht wahrscheinlich von der anderen Seite. So, dann gehe ich trotzdem mal hier zurück, denn da oben war noch was. Auch wenn es eine lange Kette ist. Aber ich könnte immer wieder gucken, weil ich das skillen kann. Weil ich glaube, bei den Klingen würde ich ganz gerne mal was skillen gehen. Obwohl ich die Axt auch wieder zu schätzen weiß. Ich meine, da ist es halt so ein bisschen, ne? Die ist halt sehr langsam, aber für Einzelziele ist die schon ganz geil. Und die Kette ist so für mehrere Ziele echt gut geeignet, dass man so eine Gruppenkontrolle hat. Eine sogenannte Crowd Control. Wow. Hier schwankt alles. Wie das Eisen. Oh, was hast du denn? Eine Geschichte? Inspirierende Lüge aus der Feder Quasirs. Ah. Sehr schön. Ein dramatisches Gedicht von Quasir, dem unbestrittenen Genie. Was bedeutet es zu leben? Was bedeutet der Tod? Gut zur Untersuchung, denn nur des Betrachters Augnot? Wenn Krankheit den Leib verzehrt und der Verstand im Hass versumpft, was trennt dann noch den Wahn von der Vernunft? Denn der bärtige Vater und die Tochter, mit der er so grausam umgeht, werden nie eine Atempause erfahren im Leben, das nur aus Gemetzel besteht. Das Böse wird sterben, das Gute auch. Und vom Unterschied zwischen den beiden wird nichts bleiben als Schall und Rauch. Okay. Ich überlege gerade, welches Spiel, aber... Vielleicht Last of Us? Ja, ist manchmal ein bisschen sehr kryptisch. Na? Oh. Die Musik ist voll schön gerade. Ich mag. Ich habe leider die Bombe nicht. Kann ich die mitnehmen vielleicht von hier? Feuerbombe? Nee, das geht nicht. Oder doch? Natürlich, durchs Tor. Unten. Decke, 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 decke. Wunderschön. Hoffentlich hält die auch eine Weile und geht mir nicht in der Hand hoch. Ah, guck mal hier, war das, was ich gesehen hatte, wo ich sagte, das Wasser ist zu hoch. Nice. Sie krabbeln, sie krabbeln, sie krabbeln den ganzen Tag. Ach ja, ich habe so viele Kinderlieder gehört mit meiner Tochter. Bam! Aha, aha, aha. Ach so. Hast du dir gedacht, ne? Atreus ist ja gar nicht dabei. Ich frage mich halt auch... Okay, doch. Wie kommt er denn immer hinterher? Sag mal, guck mal, das hier kann er doch gar nicht mitmachen. Oh. Okay, er hat wohl sein Betthaken dabei. Ups. So, natürlich bin ich ja sehr aufmerksam. Habt ihr vielleicht mitgekriegt? Deswegen habe ich jetzt hier gesehen, dass es da auch noch weitergeht. Ah, schön. Vielleicht führt das doch zum Schwanz. Gehen wir zum Boot zurück. Ach so, ah, okay, das ist eine Anlegestelle mit der Fahne. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Von dieser Kreatur. Ey, komm mal.
dass sich ein alter Mann für seine Fehler schämen könnte? Nein. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Kratos sich für irgendwas schämt, außer vielleicht, dass das mit Fate zusammenhängt, aber... Ich dachte... Ich hatte gehofft, dass die Kreatur schon längst verstorben wäre. Aber die Asen waren wohl zu faul, ihr den Gnadenstoß zu geben, als sie nicht mehr nützlich war. Töten wir sie? Nein. Nicht, wenn wir sie retten können. Ja, ich bin auch für retten. Vielleicht hast du noch ein paar Jahrhunderte in Ruhe. Gut, wir können vom Dock zu seinem Schwanz. Du willst das gebrochene Wesen retten? Ich weiß, was es heißt, gefangen zu sein. So lasse ich niemanden zurück. Und wenn nichts mehr zu retten ist? Ja. Was willst du damit? Machen wir weiter. Es scheint befreit werden zu wollen, Kratos, wenn es die Flosse schon hebt, wo die Kette dran ist, ne? Heißt es ja wohl, dass es noch einen Überlebenswillen hat. Hinter dir! Ich kann die Scheißviecher liebe ich ja, ne? Wow, ist er weg. Hat sich voll gelohnt jetzt. Was war denn das eben? Seht ihr, die Kämpfe, die laufen noch mittlerweile hier, ne? Brauche ich mal nochmal eine Feuerbombe hier. Ah, das ist schön, dass alles zusammenführt. Ich mag sowas. Es ist cooles Level-Design. Beini. Weg mit dir. Hier noch was? Nee. Der Schwanz muss auch angekettet sein. Okay. Mit dem Seil sollten wir näher zu unserem Ziel kommen. Dass die Axt das durchhält, dass sie nicht irgendwie anfängt zu kokeln. Aber ich meine, die Axt ist ja was Besonderes, ne? Was sieh mal. Legendary Chest. Und? Flüstertafel. Schild des Ärgers. Okay. So, du bist frei. Ich hoffe, ihm gefällt das auch. Was ist los? Vielleicht braucht er ein wenig Ermutigung. Könntest du mich näher an ihn heranbringen, von Angesicht zu Angesicht? Ich will es ja nicht sagen, aber vielleicht hat Kratos recht. Und auf magische Weise ist hier wieder ein Boot aufgetaucht. Aber warte mal, ich will erstmal...
Kreos hat ja eigene Erfahrungspunkte. Voilà. So, warte. Er zieht die Aggression des Gegners. Ja, bitte, mach das mal. Ah. So, die Klingen. Klingender Kampfangriffe gegen eingefrorene Gegner richten zusätzlich Schaden an. Nachdem sie einen Gegner mit Hyperion-Zug durchbohrt haben. Ah, halten sie R1 gedrückt, um sich auf einen Gegner am Boden zu stürzen und einen Aufbau mit hoher Betäubung auszuführen. Okay. R2 gedrückt, nachdem sie lodernde Woge. Aha, aha, löst Brandschaden aus. Aha, so, drücken sie über Spritten R1, um mit der Klinge der Hand auf Gegner zuzuspringen und einen Drehhieb auszuführen, der mehrmals trifft. Ja, bitte. Das finde ich schon mal gut. Ja, schon gekauft. Hat sie als gedrückt, einen Hagel mit hohem Schaden gegen einen einzelnen Gegner zu richten. Ja, auf jeden Fall. Also, außer hier vorne. Ja. So, nehmen wir das für die Axt. Ah, halten sie eins gedrückt, um die Axt über den Boden zu ziehen und Eissplitter zu lösen. Jo. What? Okay, das nehmen wir auch noch. Die Frostexplosion bei R2 gedrückt halten. Ja, Frostexplosion beim Werfen. Das mache ich ja eh die ganze Zeit, dass ich die auflade. Hopp, 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 hopp. Ja. Okay, das reicht. Gut. Haben wir was geskillt? Schön. Die Bergbaumaschinen. Das sind Fehler, Mimir. Aber sie sind Odins Schuld. Das ist keine Entschuldigung, Junge. Naja. Aber danke, dass du das sagst. No. Ja. Und erstmal das Auge zu hacken. Na los, du große blubbernde Bestie. Kusch! Er bewegt sich nicht. Warum bleibt er hier? Er hat sich an seine Ketten gewöhnt. Aber... Nein. Nein, wir kriegen das hin. Wir müssen ihn nur wegscheuchen, erschrecken. Irgendwas. Wir können nichts ungeschehen machen. Nur besser, als es war. Er mag den Wind in seinem Gesicht. Ich kann es fühlen. Möge es ihm Trost spenden. Aber das reicht nicht aus. Das tut es selten. Aber schon erstaunlich, wie gerade das mit dem kleinen Paddelchen hier das Boot so schnell bewegt. Oh nein. Der Lügenbacker. Offenbar hat Mimir hier in Svartalfame viele Grausamkeiten begangen. Keines verwerflicher als diese Kreatur anzuketten, um aus ihr Fett und Fettöl zu gewinnen. Eine solch herzlose Tat zu begehen ist und sie zu verdrängen, niemals darüber zu sprechen. Das erinnert mich an einen Kapitän, den ich vor langer Zeit Unrecht tat. Er wurde ebenfalls seiner Freiheit beraubt und musste leiden aufgrund dessen, wer ich war und der Entscheidung, die ich traf. Vielleicht ist in jedem von uns ein Monster verborgen. Nee, Kratos, nur in dir, glaube ich. Ich würde sowas nicht machen. Ihr bestimmt auch nicht. Mir, du hast neulich Odins Raben erwähnt. Was hindert ihn daran, sie zu benutzen, irgendwo aufzutauchen und jeden zu entführen, den er will? Einverstanden. Man kann nur nach eigenem Willen mit Odins Raben reisen. Oh, ist ja nicht so schlimm. Alter, dieses Vieh. Kann ich irgendwann Fotomodus machen?
Hier sowas. Grafik und Kamera wird es nicht sein. Option, Charakter, Karte. Oh Gott. Mit Betäubungsspeicher, das Rad. Nee, leider keinen Fotomodus. Brauche ich mal ein schönes Thumbnail für die Folge, nämlich. So, dann haben wir jetzt eigentlich hier nur noch. Warte mal, was? Bild. Ah, der Rundschild des Ärgers. Oha! Unglückschance beim Parieren auf einen Rageschub beim Parieren. Eieiei. Abwehr, Vitalität und Glück. Sehr gut. Ja, gut. Kleiner Zusatz. Bin ganz zufrieden mit dem Schild übrigens. Hallo, Karte bitte. Karte bitte. Ja. Noch was? Ja, jetzt haben wir wirklich lange noch die Hauptquest aufgeschoben. Hier ist aber noch ein Rabe. Von Odin, dem Schmodin. Bin ich hier schon ge... Ey, ich verstehe das mit der Karte nicht, ne? Drück da auf die linke Seite. Hier fliegt er nämlich rum, der Sack. Oder auch nicht. Ist ja egal, ich hol sie mir alle danach. So, kommen noch Gespräche. Ich will die halt auch nicht unterbrechen, wenn ich jetzt gleich wieder in der Nähe vom Dock bin. Oh, sieh mal. Das ist ja nur ein Eimer. Okay. Auch eine Rune. Es gibt hier viel mehr Ressourcen als noch im Vorgänger, habe ich das Gefühl. Oh, 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 oh. Schlacke. Oh, es ist hier jetzt doch noch was zum Anlegen. Ey, das ist voll die schöne Welt, Swarta Fame. Außer, dass ich jetzt nicht so mit den Sümpfen gerechnet hätte und allem, aber ja. Aha. Was macht das? Gerade ausweichen. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Hinter dir, gib! Einfach mal durch seinen Kumpel hindurchspuckt. Siehst doch. Da, da, da.
einer noch. Ja, das ist voll gut, die Attacke. Die stunt auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Ich finde die Klingen des Schicksals ziemlich geil. Was? FRA oder was ist das? Ich weiß es nicht. What? Ah, ich sehe da vorne schon einen Stein. Ah, die muss man zerstören wieder, okay. Ui, was sind das für Riesenknochen, Alter. Krass. Was eine riesig große Kreatur hier verendet. Aha. Komm ich da ran von der Seite? Nee. Von oben? Komme ich nicht ran. Bringt ja auch nichts, wenn ich das eineise. So oder so. Ah, hier komme ich wieder nicht weiter, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Och nö, da kann ich das noch gar nicht lösen hier. Was steht denn hier Schönes? Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Was? Was heißt das? Nicht achte auf deinen Atem. Könnte sich auf die Luftverschmutzung an der Bucht beziehen oder eine Warnung sein, nicht schlecht über Odin zu sprechen. Beides wahrscheinlich gleich wahrscheinlich meiner Meinung nach. So. Nee, hier komme ich noch nicht weiter. Hundertprozentig. Wow. Versteinerter Drachen sehe ich ja jetzt erst. Jo, eindeutig versteinert. Okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Dulli. Wie heißt der? Dullimon. Ach du Scheiße. Was ist das? Tod. Tod. Ja. Sei froh, dass es tot ist. Weißt du, bei Kratos gibt es halt immer nur so zwei Aggregatzustände, lebend oder tot. Ne? Ich weiß, das ist der falsche Ausdruck, ich find's trotzdem lustig. Und Wissen braucht man nicht, ne? Wissen ist optional. Und sowieso Neugier gibt's in Kratos Welt auch nicht. So wirklich. Atreus, du wirst besser. Schneller. Aha. Vielleicht werde ich mal besser als du, hm? Wenn ja. Nicht, habe ich versagt. Oh. Ey, das war auf jeden Fall mal ein krasses Lob. Das war für Kratos? Uiuiui. Wenn nicht, habe ich versagt. Ja, ist ja halt auch ein Spartaner, ne? Immer noch. Muss man mal sehen. Der ist zum Krieger großgezogen. Oder erzogen. Yay, 2 Stärke. Hätten wir Wimmels vor Gegnern gleich?
Nein. Achtung, hinter dir! Achtung, links, Bruder! Rechts, Vater! Nee? Nee? Okay. Aber hey, ich habe wieder genug, um meine Waffe zu verbessern, glaube ich. Geschmiedetes Eisen. Hm, sieht aus wie eine Falle. Ich glaube, ich bekomme noch das Equipment für diese komischen Ausdünstungen. Das ist das Sicherheitsbüro? Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Sieht sehr sicher aus, finde ich, ja. Absolut. Leute, ich mache ja mal Schluss. Haha, ja, jetzt habt ihr gedacht, jetzt geht's weiter. Aber komm, es wird jetzt eine lange Sequenzfolge, schätze ich mal. Deswegen, hier ist Pause. Wir sehen uns morgen wieder zu God of War Ragnarök. Lasst mir Liebe da. Liked das Video und kommentiert, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.